Servus und herzlich willkommen zum neuen Video auf Deutschlands beliebtesten Kanal Nicht. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog auf diesem Kanal. Ihr habt es euch ja wirklich oft gewünscht, dass mal wieder was kommt, so außerhalb des Zimmers, außerhalb der Wohnung. Einfach mal wieder ein bisschen unterwegs sein, so den Alltag filmen. Und das machen wir heute. Ich hoffe, mit der Kameraeinstellung passt alles, denn hinter der Kamera ist die Tabea. Hi. Und ich hoffe, das wird alles. Wenn nicht, dann tut es mir leid, dann ist das halt jetzt so. Was wir jetzt heute machen, wir gehen eine Runde Eis essen, denn wir haben 22 Grad. Es ist wunderschöner blauer Himmel, den sieht man nur leider nicht, da meine Scheibe komplett zugeschissen und hingekackt und ach komm, keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht man da nichts raus. Deswegen gehen wir jetzt Eis essen und was wir dann machen, keine Ahnung, ehrlich gesagt, keine Ahnung, was wir dann machen. Wir lassen uns überraschen. Irgendwas wird uns schon einfallen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich beim Eisessen. Bis gleich. Eis haben wir geholt. Jetzt fahren wir an irgendeinen Platz, wo es relativ schön ist. Warum wir nicht da geblieben sind? Ganz einfach. Wir zahlen weniger, wenn wir es mitnehmen. Da kommt der Sparfuchs aus mir raus. Ich würde sagen, wir suchen jetzt erstmal einen Platz, wo wir uns hinhocken können. Genüsslich das Eis lecken. Und, aua. Und dann sehen wir weiter, was wir machen. Lund? Richtig? Sollen wir uns hier hinschillen? Mhm. Schauen, oder? Weil hier ist voll windig. So, wir sind jetzt hier angekommen. Am See oder so. Chillen hier jetzt noch eine kleine Runde. Ja, es ist ein bisschen windig. Egal, davon lassen wir uns den Tag nicht versauen. Wir essen jetzt das Eis, dann quatschen wir mal ein bisschen. Wie viele von euch ja mitbekommen haben, sind wir jetzt in der neuen Wohnung. Gab ja viel hin und her mit der alten Wohnung so. Und worum es da ganz genau ging und was da zustande kam und ja, was da alles vorgefallen ist, das können wir euch dann gleich mal erzählen, dass wir da jetzt dann auch mal einen Abschluss finden. Würde ich sagen, essen wir jetzt mal in Ruhe unser Eis noch. Und ja. So, wir sind jetzt fertig mit dem Eisessen und wie schon besprochen bzw. angesprochen, werden wir jetzt euch mal ein bisschen was erzählen, was so vorgefallen ist mit der alten Wohnung, warum das jetzt so viel Stress gab. Vielleicht willst du anfangen. Die alte Wohnung war einfach scheiße. Es war eine 1,5-Zimmer-Wohnung. Wir sind uns penetrant auf den Sack gegangen, weil wir uns einfach immer gesehen haben. Nicht mal, wenn ich sauer war, konnte ich halt, ich konnte auch nicht woanders schlafen. Ich war trotzdem im gleichen Raum. Die ist aber groß. Lull. Wir haben uns ziemlich viel gestritten immer und ja, und jetzt in der neuen Wohnung ist alles besser geworden. Wir können uns aus dem Weg gehen, wenn ich sauer bin, kann ich auf dem Sofa schlafen. Ja, also man hat definitiv mehr Platz auch, sich aus dem Weg zu gehen, das braucht man auch einfach. Und vor allem auch das große Problem war einfach, wenn ich streamen wollte oder so, da musste ich immer darauf achten, wie sie arbeitet, hat sie Frühschicht und ich Wochenende, kann ich nicht streamen, kann ich nicht so lange. Wenn sie Spätschicht hat oder so, muss ich sie jedes Mal abholen, weil sie noch keinen Führerschein hat. Das wäre vielleicht mal Donation Goal wert. Ja, auf jeden Fall, dann musste ich sie jedes Mal abholen und das heißt, dann konnte ich auch nicht so lange streamen. Und das ist alles so, sind so Nachteile gewesen, die sich jetzt halt durch die neue Wohnung aufgelöst haben. Ich habe jetzt meinen eigenen Raum, wo ich streamen kann, ohne dass ich sie jetzt großartig nerv oder störe. Naja, du musst hier unbedingt noch diese schwarzen Dinger da kaufen. Ja, Dämmmaterial aber. Du brüllst genau in die Richtung, wo das Schlafzimmer ist. Ja, das ist halt noch ein bisschen unvorteilhaft. Aber ich meine, das finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Ja, er ist halt echt nicht leise, ne? Ja, komm. Die meinen Stream kennen, wissen, dass ich echt ruhiger geworden bin. Wird auch wieder andere Zeiten geben, sagen wir es mal so. Großen und Ganzen gab es dann halt noch Probleme mit der Vermieterin. Die wollte nie haben, dass wir irgendwie Sachen aufhängen, also so Regale an die Wand bohren oder das sonst ist so was. Behindert, ohne Witz. Obwohl sie uns das ja gar nicht verbieten kann, solange wir das wieder rückgängig machen, beziehungsweise die Löcher zuspachteln und was weiß ich. Das haben wir alles gemacht. Wir haben Löcher zugespachtelt, wir haben neu gestrichen. Und das hätten wir nicht mehr machen müssen. Wir waren so nett und haben noch gestrichen. Und im Endeffekt hat sie dann uns vorgeworfen, wir hätten die Wohnung voll heruntergewirtschaftet und was weiß ich. Ja, verranzt und alles. Jetzt brauchst du eine ganz neue Küche und
Ja, passt schon, alles klar. Und lauter so eine Scheiße. Und nachdem ich hier dann mit dem Rechtsanwalt gedroht habe, weil ich lasse doch nicht der ihre Wohnung auf unsere Kosten renovieren, das sehe ich nicht ein. Ja, hat das dann alles geklappt. Ich bin da mit meinem Vater noch auf einen Termin dorthin gegangen, dass er die Wohnung auch sieht. Und dadurch, dass ich halt in der Ausbildung bin, habe ich das halt bisher immer so gemacht, dass die Wohnung mein Vater anmietet und ich dann als Untermieter bin sozusagen. Sprich, ist mein Vater auch dafür zuständig. Das war mir auch ganz recht. Ja, auf jeden Fall konnte er ihr halt dann so ein paar Sachen verklickern, die so nicht gehen. Sie wollte mir dann noch einen kaputten Spiegel in die Schuhe schieben, der 650 Euro kosten soll, was total überteuert ist. Ja, so ein Duschkopf, der vielleicht 50 Euro gekostet hat, wollte sie haben, dass ich ihn ersetze. Und hat mir eine Rechnung gesagt, dass wir den Boden kaputt gemacht haben. Der Boden ist 30 fucking Jahre alt. Ja. Alles klar. Und vor allem, da wurde nie was gemacht seit, keine Ahnung, 20, 30 Jahren. Und der Duschkopf, da hat sie mir eine Rechnung hingelegt in Höhe von 350 Euro, dass wir hätten ersetzen sollen. Und wo ich mir denke, wer kauft sich bitte einen Duschkopf für 350 Euro? Der muss dann schon mit Swarovski-Steinen irgendwie bestückt sein. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es da so einige Unstimmigkeiten. Mittlerweile haben wir es jetzt echt geschafft. Wir sind raus aus dem Vertrag. So, sorry, die Speicherkarte war gerade voll, deswegen musste ich jetzt gerade noch eben ein paar Videos löschen. Das heißt, wir sind jetzt komplett raus aus dem Vertrag. Wir müssen nichts mehr zahlen. Ja, Schlüsselübergabe war, bis auf einen Schlüssel, den habe ich nicht abgegeben, weil das ist der gewesen, der Zweitschlüssel sozusagen. Und ich habe gesagt, ich habe den verloren. Was machen wir eigentlich mit dem? Sollen wir den wegschmeißen? Natürlich. Sollen wir den jetzt hier und jetzt wieder weggeworfen? Hast du ihn dabei? Warte. Ja, Moment, heb. Jetzt gibt's Ärger. Ah Mann, das ist so richtiges Gang-Battle. So richtig auf die Fresse und so. Ne? Das ist meine Hut. So, das ist der alte Schlüssel von der alten Wohnung. Den hat Tabea immer genutzt. Meinen habe ich schon abgegeben. Den von der Tabea hatte ich natürlich nicht dabei, weil die hatte den am Schlüsselbund. Und ich würde sagen, willst du wegwerfen? Nee, oder dann gebe ich dir mal die Kamera. Also, bereit? Für einen neuen Lebensabschluss, okay? Weg ist er. Weg ist er. Das heißt. War das der richtige? Ja, das war der richtige. Bist du dir sicher? Ja, ich hoffe. Warte. Ich glaube, ja. Der von der neuen Wohnung, den habe ich noch. Der alte Schlüssel ist in den tiefen Seegründen verschwunden. Irgendwie ist das ein gutes Gefühl. Für dich auch? Ja. Einfach mal so einen Abschluss zu finden. Nach der ganzen Stresserei mit Wohnungssuche und hast du nicht gesehen. Nie wieder in dieses Loch. Ohne Witz. Nie wieder dahin zu müssen, wo wir einfach eineinhalb Jahre zu zweit in eineinhalb Zimmern gewohnt haben. Praktisch nie Ruhe haben. Wir konnten nicht mal die Toilettentüre absperren. Ja, Mann. Das ist auf den Sack gekommen. Auf den Sack gekommen. Immer auf den Sack gegangen, so auf dem Klo. Und er musste mir natürlich irgendwas sofort erzählen. Und ich denke, bitte Junge, lass mich in Ruhe. Und da war er dann immer pissig, weil ich ihn dann angeschissen habe, dass er sich verpissen soll, dass ich hier meine Ruhe haben will. Der kommt einfach rein, der klopft nicht, der prägt nicht, der macht die Tür auf. Schatz, hast du schon das neue Video von Diddle gesehen? Alter, verpiss dich. Ja, Mai. Ist halt so, aber mittlerweile haben wir echt eine tolle Wohnung. Da kommt auch bald ein Roomtour-Video. Ich muss jetzt noch Geld sparen für einen Schrank, beziehungsweise zwei. Vielmehr für einen Schrank und eine Hantelbank, die dann noch reinkommt. Dann können wir den Rest noch verstauen. Und sobald wir das gemacht haben, sind wir eigentlich fertig mit der Wohnung. Ja. Es fehlt eigentlich nur noch dieser eine Schrank und die eine Hantelbank. Dann kommt auch schon das Roomtour-Video. Also seid auf jeden Fall gespannt. Ich würde sagen, wir machen jetzt einen Feierabend. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag. Ich hoffe, ihr feiert schön Ostern. Macht's gut. Haut rein. Bis bald.